Hallo meine Freunde, wie ihr seht, hat es geschneit. Es ist das dritte Adventswochenende jetzt schon und das dritte tatsächlich und ich begebe mich auf den Weihnachtsmarkt, passend in eine schneeige Atmosphäre. Falls ihr das schon mitbekommen habt und ihr seht, ich habe euch bzw. mir mal die Kameralinse gereinigt, da ist jetzt kein Staub mehr drauf. Ich hoffe also, in Zukunft wieder Videos mit schärferen Bildern machen zu können. Top! Das ist übrigens der Baum. Der Weihnachtsmarkt wurde aus bautechnischen Gründen nur in der Lindenstraße gemacht. Ich filme andere Leute. Was sagen Sie dazu? Ich finde das ehrlich. Hören Sie auf, mich zu filmen? An den Seitenstraßen wird Glühwein verkauft. Die große Lindenstraße runter ist voll. Das letzte Mal, dass Ilmenau so voll war, war, als eine Kasse im Kaufland ausgefallen ist. Das ist übrigens kein Fake-Schnee, es schneit wirklich. Das ist die Lindenstraße von der anderen Seite. In diesem Wagen gibt es leckeres Glühbier, meine Freunde. Schneit immer noch, aber der Ilmenauer Weihnachtsmarkt neigt sich dem Ende des Rotary. Ihr könnt die gerne unterstützen, die machen gute Projekte in der Region und auch international. Es schneit und es ist wunderschön. Auch der Dresdner Weihnachtsmarkt bietet Leuchtkraft. Es ist der Johannisbeer-Glühwein, der hier am besten schmeckt bis jetzt. Schaut rein. Erfurter Weihnachtsmarkt wird heute besucht. Dieser Mann war schon da. Obwohl wir nicht im alten Ägypten sind, stehen hier auch Pyramiden. Ich bin verrückt. Nicht mal eine Erfurter Tasse. Oh, das Riesenrad dreht sich für 5 Euro. Du bist nicht auf diesem Video. Andere Kirche? Anderer Weihnachtsmarkt. Ist der Mittelaltermarkt jetzt? Es gibt einen Glühwein für uns. Das ist auf Plattdeutsch, ich bin ganz aufgeregt. Lippenknochen, Lotenknochen, Weihnachtsmann, den Büx ist offen. Oh, ein sehr knappes Gedicht. Ja, ne. Ich habe den Sinn mehr erraten als verstanden, was ich finde. Again. Hallo. Hallo. Ich habe Grant gefunden, wir sind in Berlin und gehen jetzt hier am Kuhdamm Richtung Weihnachtsmarkt. Aber nicht, weil wir zum Weihnachtsmarkt wollen, sondern wo wollen wir hin, Grant? Scheiße. No, where do we want to go? Irish Pub. Yes. Es ist der Mann und das Dartspiel, was im Hintergrund läuft. Hallo Freunde, der nächste Weihnachtsmarkt in Berlin, hier am Schloss Charlottenburg. Hof. Dort sind Buden. Und dort ist Magdalena. So, das hier ist der Park hinten vom Schloss Charlottenburg. Hier ist der Teich. Hey, die denken immer, ich rede mit denen, wenn ich Videos mache, aber das stimmt gar nicht. Ich will gar nicht mit denen reden. Ich finde das echt schön hier. Die Temperaturen sind so bei minus 3 Grad gerade. Der Weihnachtsmarkt hat leider noch nicht ganz auf. Deswegen werden wir jetzt erstmal hier über diese Eisfläche gehen. Dort war ein Haus mit Schokoküssen, nur mit Schokoküssen. Hier spielen Musiker. Ich soll den Markt filmen. Ist recht schön hier. Glühwein kostet 3 Euro bis 2,50 Euro. Dort kostet er 5 Euro. Ist das nicht schön? Da ist die Pyramide. Ich habe gerade einen Gin probieren dürfen aus Frankreich. Hier gibt es Schopfnudeln. Wow. Quitten. Aber es würde sich freuen, denn hier striezelt's auch. Wir haben Quarkbällchen. Zeig mal so ein Quarkbällchen. Darf ich das essen? Aha. Okay. Wir sind jetzt am Zoologischen Garten ausgestiegen und gucken uns nochmal den Weihnachtsmarkt dort an. Also da, wo wir gestern Abend auch waren, aber heute hoffentlich mit offenen Buden. Buden. Also, wir sind jetzt hier am Zoologischen Garten auf dem anderen Weihnachtsmarkt. Looking good, Hannes.
wo wir vorher waren, da gab es mehr so Käse- und Wurst-Spezialitäten. Dichter und näher. Mal auch Band aus, Band aus. Cut. Zwischen den Pyramiden und Fahrgeschäften auch ganz typisch für den Weihnachtsmarkt. Ein Asiate. Lego! Freunde, nach der Thüringer Bratwurst, die gar nicht so geschmeckt hat, wie als würde sie aus Thüringen kommen, möchte ich euch noch was zeigen. Ihr wisst ja, ich bin eigentlich nicht so der Süße, aber bei diesen ganzen Schokofrüchten habe ich einfach mal hingelangt, habe mir jetzt hier eine schöne schokoüberzogene Frucht geholt. Wir haben eine rote Beere, sie ist spitz zulaufend am Ende. Wer jetzt an eine Erdbeere denkt, liegt falsch. Es gibt scharfe Chilis mit Schokolade. Oh. Nein. That's quite hot. I'm getting red. But the chocolate, really good. Need to eat more chocolate because it's really hot. Ist gar nicht so scharf, wie die gesagt haben. Sieh mal, haben Sie überhaupt einen Führerschein? Nein, ich fahre schwarz. Was machen Sie in meinem Auto? Fahren Sie mich nach Hause? Ich muss sonst in den Knast. Oh, wir haben gerade einen Fuchs überfahren, glaube ich. Schön, oder? Bis hier. Wir sind gerade in Eberswalde unterwegs. Wir haben jetzt mal die Zeit genutzt, um einen kleinen Spaziergang zu machen. Ich denke, wir gehen noch ein bisschen weiter, aber guck mal, wie schön vereist das ist. Wir haben gerade mal minus 4 Grad, oder? Hier, meine Uhr zeigt das sogar nicht an, oder? Stark! No. Cut! Das ist wunderschön hier. Das ist die 87 übrigens. Nee. Rehspuren. Ja, ja. Hier sind Rehe unterwegs, meine Freunde. Das hier sieht sehr interessant aus. Vielleicht wollen die dorthin. Ah, hier ist sogar eine Bank. Ich bin begeistert. Ich bin richtig begeistert. Die Nacht bricht herein. Und der Weihnachtsbaum leuchtet in Rostock. Automaten. Essen. Krübi, der Weihnachtsmann. Schön hier, oder? Und hier am Rand sind immer so Geschichten. Das ist Hase und Igel. So, das geht jetzt hier die ganze Gröbeliner Straße runter mit so Bütchen. Im Sommer gibt es hier nur so Henna-Tattoos. Hier im Winter gibt es jetzt auch Bratwurst und Bratwurst. Und Stripperinnen sind weiter hinten. Okay, da spricht jemand aus Erfahrung. Deutschland hat es irgendwie mit großen Pyramiden. Der größte Stand des Weihnachtsmarkts. Bei unserem Dönermann des Vertrauens. Aber wir wollen weiter zum drehenden Spieß hoffentlich. Das ist übrigens sehr schön mit den Lichteffekten. In Rostock wird noch nicht Energie gespart. Meine Freunde, wie ihr im Hintergrund seht, es gibt hier kein Schwein mehr. Also, da ist eins. Du musst jetzt die Kamera drehen. Dreh jetzt die Kamera. Ein Muss auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt sind nicht nur die 5 Giebelhäuser hinter uns, sondern auch der finnische Glühweinstand hier. Es gibt einen Trollentrunk, das ist verfeinert mit Preiselbeersaft. Prost! Glühwein 1,50, meine Freunde. Und ein Riesenrad! Hier auf dem Teil des Weihnachtsmarkts, wo das Riesenrad auch steht, sind mehr so Erlebnisbuden mit Spielaktivitäten und Einkaufsmöglichkeiten. Da hinten ist dann wieder das Essen. Aber das ist noch gar nicht das Highlight von diesem Weihnachtsmarkt. Ist das Einzigartige an Rostock. Ich war in Berlin, ich war in Erfurt, ich war in Ilmenau, aber hier geht die Post ab für ganz viel Geld. Kindbelustigung ist das echt eine gute Sache. Um mir aber Geld zu lassen für Erwachsene, muss ich das leider negativ bewerten. Da gehen wir doch lieber wieder zu einem Glühweinstand. Nein,
Das ist hier einmal beheizt, Jungs. Das ist einmal beheizt. Matschauge-Alarm. Geil. Oh Gott, das sieht ja richtig, richtig schlecht aus. So, mit Fokus bitte. Er ist sehr beheizt und der Glühwein ist sehr lecker. Spaß bei den verschiedenen Videoausschnitten und könnt jetzt noch ein wenig die Weihnachtszeit genießen. Ich werde das jetzt auch tun. Wie ihr seht, ist der Baum geschmückt. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Und danach rutschen wir noch entspannt ins neue Jahr. Ich wünsche euch für das neue Jahr, dass ihr immer freundlich bleibt und immer gut gelaunt seid. Ein Lächeln ist, glaube ich, manchmal das Beste, was man mit einem Tag anfangen kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine wunderbare Zeit.